So, wir haben Stiel und Griff beisammen. Ja. Wir müssen es nur noch beides zusammenbringen. Und gut ist. Kronos, endlich seid ihr frei. Meine Belohnung. Was? Das hat einen gewaltigen Rums gelassen. Gut, ich würde mal sagen, da die nächste Mission etwas andauert. Obwohl, machen wir sie noch. Noch ist nicht alles verloren. Ich habe es euch ja gesagt. Wir hätten Akanthos töten sollen, als wir konnten. Beruhige dich, du Wurm. Noch ist nicht alles verloren. Was? Wie soll das möglich sein? Alle Tore wurden versiegelt. Wir haben einen Plan, mein Freund. Ja, ja. Und du wirst eine wichtige Rolle darin spielen. Was? Welcher Plan? Arkanthos! Ah, wo sind wir? In Midgard. Die Schlacht ist doch nicht vorbei. Was ist mit dem Tor? Das Tor ist geschlossen, aber wir konnten Gagarensis nicht aufhalten. Seine Armee ist auf dem Weg hierhin. Diese Schlucht führt nach Draupnir, einer verlassenen Minenstadt. Wir können die Rohstoffe und die Befestigungen dort zu unserer Verteidigung nutzen. Ja, samwickt. Ja. Jo, also erst einmal müssen wir... Dies ist eine reine Verteidigungsmission, also... Bis auf den allerletzten Schluss, aber das dürfte dann schnell gehen. Klassisches Zeitalter, wir haben ein paar Ressourcen. Skipan, wer ist da? Ich will. Ja. Tilbu, ja. Ihr will. Tilbuin? Genau, und den Bär da könnt ihr gleich schlachten. Tilbuin. Ihr besetzt das Dorfzentrum hier. Und ihr beide könnt schon mal hier anfangen, eine kleine Mine zu zerlegen. So. In ihre Fair. Gere. Taiyu. Ihre Fair. Während sich Amandra hier etwas umsieht. Aufgabe ist es, finden Sie das verlassene Bergdorf oder richten Sie leider ein Dorfzentrum. Jo. Hier ist übrigens noch ein Dorfzentrum. Gut. Tilbuin. Ja. Tilbuin. Skipan. Tilbúin, grjótsveig. Skipan, samþykkt. Skipan, veiðimaður. Ihr könnt den gleich erlegen. Ég vil. Satt. Já. Ihr baut mir erstmal einen Tempel, wenn ihr genug Gold hättet. Já, veiðimaður. 5 frische Dorfbewohner. Wir sind eigentlich Tor, also könnte ich ebenso gut Zwerge nehmen. Aber das ist jetzt gerade egal. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir diese 4 Löcher stopfen. Sie haben 10 Minuten Zeit, um ihre Verteidigungsanlagen zu errichten, bevor Gagarensis angreift. Blockieren Sie die 3 Schluchten, die in ihr Gebiet führen, mit Wellen. Binden Sie Hersen aus, um ihre Armee gegen mythische Einheiten zu verstärken. Auch zusätzliche Uhrwerkstärks- und Kavallerieeinheiten könnten nützlich sein. Jo.
Und hier oben könnten wir auch was errichten. Die beiden Türme da sind übrigens nicht gut platziert. Wir haben genug Gold für einen Tempel. Und das bringt auch nicht viel. Wo ist Amandra gerade? Da ist Amandra gerade. Hier sind noch so viele Wölfe, ey. Skepan. Já, ég vil, veiðimaður. Já, satt. Ég vil. Du brauchst gar nicht weg. Wo ist denn der andere Karren da? Hver er þar? Timbursveit. Hver er þar? Timbursveit. So, mehr Sammeleinheiten. Ja, Samvikt. Samvikt. Und dann noch das ganze Gebiet hier auskundschaften. Hver er þar? Tilbuin sagt, ja. Okay, die eine Reliquie ist... ist fertig, dann bauen wir mal zwei Langhäuser. Skepan sagt, samþykkt. Ja, Timbersveit. Ihr helft hier beim Abbauen. Was haben wir hier? Macht Welle widerstandsfähiger, das ist schon mal sehr gut, deswegen verbessern wir die Welle auch gleich mal. So, dann noch ein Ochsenkarren. Hier gibt es auf jeden Fall mehr als genug Tiere zum Erlegen erstmal. Ja. Timbersveit. Und ihr macht füllt erstmal die Lücken hier. Das sieht komisch aus, deswegen machen wir es so. Und hier müssen wir auch zumachen. Hier können wir zum Glück auch leicht zumachen. So, die sechs haben nichts zu tun. Die müssten dann eigentlich hier rüber. Genauso wie du. Und besseres Tiere erlegen bräuchten wir auf jeden Fall auch mal. Genauso wie besseren Abbau von Ressourcen. Okay, hier ist nur ein Fluss und das war's dann auch schon. Wir machen hier dicht und lassen die beiden Türme mal einfach stehen, wo sie sind. Da ein paar Axtwerfer. Die werden wir nämlich auch brauchen. So. Alle Helden sammeln. Gut, dann macht ihr mal hier so zu. Nicht draußen rumstehen dabei. So, genau. Drin rumstehen ist besser. Gut, dahinter kommen jetzt drei geschützte, drei Türme. Und ich muss dringend meinen Holzabbau verbessern. Goldabbau geht nämlich ziemlich gut vonstatten. Hier errichte ich dann nämlich eine doppelte Verteidigungslinie. Die beiden können sie ruhig zerstören. Während ich versuche, genug Gold und Nahrung zu sammeln,
um ins nächste Zeitalter schnell voranzuschreiten. Wisst ihr was? Ihr baut einfach gleich hier unten ab. Du gehst dahin. Und dann ist alles okay. Skipan. Something. Jau. Jau. Something. So, dahinter kommt nochmal eine Mauer. Ihr könnt gleich die hier bauen. So. Da ist hier schon mal die Verteidigungslinie dicht. Die hier machen wir hier dicht und noch einen Turm hin und hier dicht und noch einen Turm hin. Dann werden sie eine Weile brauchen zum Durchbrechen vor allem. So, Goldsammler. Gut, wir bauen erstmal hier noch Mauern auf. Uns bleiben nur wenige Minuten. Riegelt diese Schluchten mit Wellen ab. Ja, machen wir mal Hersen besser. Eigentlich sollte ich auch Kavallerie besser machen, aber erstmal brauche ich eine Waffenkammer, um ins nächste Zeitalter voranzuschreiten. Das heißt, ihr baut mir hier eine Zwergenwaffenkammer hin. Und ich sehe leider in der Mission nicht, wie viele Minuten wir noch bis zum Angriff bleiben. Ich sehe nachher nur den Timer, wie lange ich durchhalten muss. Erforsche ich das mal schnell und dann ins nächste Zeitalter. Mit besseren Axtwerfern, genau. Das war nicht so gut. Da war ich unachtsam. So. Genau, baut das auf. Ja, ihr will. Skip. Dann baut ihr mir hier noch einen Verteidigungsturm hin. Und die ersten Hersen. Jo. Hier eine Heilquelle. Und das macht ihr bitte von der anderen Seite. Danke. So. Dann machen wir die Verbesserung, weil wir genug Gold und Holz haben. Und ihr baut mir hier die da fertig. Bessere Axtwerfer auf jeden Fall. Na gut, hier bauen wir ein Tor rein. Und einen Turm dahinter. Gut, damit ist jedenfalls die eine Verfestigung schon mal abgesichert. Oh cool, wir haben bereits kochendes Pech vorgekaut gekriegt. Ganz klar ist komisch. Mehr Gold. Seht! Oh. Nach Osten! Und es geht los. Wenn ihr euch jetzt ergebt, garantieren wir euch einen schnellen Tod. Andernfalls werdet ihr langsam und qualvoll enden. Wir ergeben uns. Kommt ein bisschen näher. So soll es sein. Ja, Ajax. Das war jetzt gerade Ajax, der die Balliste abgefeuert hat. Überleben Sie 20 Minuten. Okay.
Du bleibst am besten gleich mal hier oben stehen. Ja. Ihr beide errichtet hier eine Bergfestung. Hier machen wir es nämlich mit Bergfestungen. Ganz schnell und schmerzlos. Oh, und da kommt schon ein Angriff. Ein richtig ordentlicher Angriff. Mit ein paar leichten Hippie-Kots. Wo sind meine Axtwerfer? Die sind hier. Ach, und du sammelst weiter. Oh, ich habe gar kein Gold mehr übrig. Das ist nicht so toll. Ein Held ist gefallen. Und Amandra beweist uns gerade gleich schon mal wieder, warum. Oh. Wir ein Tor hier brauchen. Ja, da ist Amandra schon wieder gefallen. Okay, sehr schön. Ihr repariert mal hier. Ihr holt noch ein paar Herzen. 5 Fußkarle. Und ihr sichert das Ding hier. Und ihr könnt da nicht drauf schießen. Das ist ärgerlich. So. Machen wir es so. Das hier können wir gerade nicht. Was machst du da draußen? Ich gehe mal auf die erweiterten Befehle und gebe dir einen. Das, so viel dazu. Okay, ein paar Axtwerfer weitere. Und da müssen wir dringend mal gucken, dass wir die Infanterie noch verbessern. Oh. Es kommen griechische Gargarensis-Einheiten. Aber nicht weiter schlimm. Noch ein paar mehr Axtwerfer. Also hier ist gesichert. Die Hauptprobleme kommen wahrscheinlich hier. So, hier noch eine Bergfestung, dass wir ordentlich geschützt sind. An der Stelle. Und hier noch zur Sicherheit ein Turm. So können wir nämlich Nahkämpfer schneller fernhalten. Oh, ihr seid gar keine Holzfäller, ihr seid Nahrungssammler. Dann jagt ihr mal die Wildschweine hier und dann noch die Hirsche hier oben, weil sonst geht mir jetzt langsam die Nahrung aus, merke ich gerade. Auch wenn ich genug Truppen habe. Und meine wichtigste Einheit, die Huskarle. Ja, zum Glück keine Nahrung kosten. Okay, Gegner verhält sich gerade ruhig. Weiß jetzt nicht, ob mir das Sorgen machen sollte. Gegner schickt einen Pegasus. Oh ja, das Loch hier sieht übel aus. Ich warte jetzt erst einmal auf genügend Holz, um die Sichtweite zu erhöhen. Und eigentlich sollte ich ja hier mal was forschen. Stärkere Ulfsergs vor allen Dingen. Wenn wir schon die Upgrades hier haben, werde ich auf mehr Holz für höhere Sichtweite warte. Ja, ganz ehrlich, Sichtweite ist auch ziemlich wichtig in dem Spiel. Je früher man seine Gegner sieht, umso früher kann man auf sie reagieren.